Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert Ihnen den XTB-Morgenticker vom 3. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die US-Aktienindizes setzten ihren Aufwärtstrend einen weiteren Tag fort und beendeten den gestrigen Handel mit deutlichen Gewinnen. Der US-Leitindex S&P 500 gewann 1,89%, der Dow Jones stieg um 1,70% und der Nasdaq um 1,78%. Der Nebenwerteindex Russell 2000 legte rund 2,5% zu. Die Gewinne, insbesondere bei den Tech-Indizes, wurden leicht reduziert, nachdem Apple nach Handelsschluss an der Wall Street seine Ergebnisse veröffentlichte. Apple handelte nachbörslich mehr als 3% niedriger, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von $1,46 und einen Umsatz von $89,50 Milliarden gemeldet hatte. Die iPhone-Verkäufe waren höher als erwartet, während die Verkäufe von Macs und Zubehör die Erwartungen verfehlten. Apple meldete den vierten Umsatzrückgang in Folge und damit die längste Phase von Umsatzrückgängen seit dem Jahr 2001. Die Aktienindizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden heute höher gehandelt. Der australische Aktienindex S&P ASX 200 und der südkoreanische Kospi-Index legten um 1,1% zu, der indische Nifty 50 um 0,6% und die Indizes aus China um 0,7 bis 2,4%. Die Börsen in Japan waren wegen eines Feiertags geschlossen. Die Futures auf dem deutschen Leitindex DAX deuten für den heutigen Handelstag auf eine höhere Eröffnung der europäischen Börsensitzung hin. Die Bewegungen am Devisenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum hielten sich in Grenzen, da die Händler auf die sehr wichtigen US-Arbeitsmarktdaten warten, die heute um 13.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden. Elisabeth Schnabel, Direktorin bei der Europäischen Zentralbank, sagte, dass sie bei dem derzeitigen geldpolitischen Kurs eine Rückkehr der Inflation zum Zielwert von 2% bis 2025 erwartet. Der chinesische Caixing Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Oktober von 50,2 auf 50,4. Alle Werte über 50 liefern ein Signal für eine wachsende Wirtschaft. Die wichtigsten Kryptowährungen handeln uneinheitlich. Bitcoin fällt um 0,7%, Dogecoin wird 0,1% niedriger gehandelt, während Ethereum um 0,3% zulegt und Litecoin um 0,1% steigt. Energierohstoffe werden heute höher gehandelt. Öl gewinnt 0,2 bis 0,3%, während die US-Erdgaspreise um 0,7% steigen. Edelmetalle profitieren von der Abschwächung des US-Dollar. Gold steigt um 0,1%, Platin gewinnt 0,3%, während Silber um 0,1% fällt. Neuseeland-Dollar und Euro sind von den wichtigsten Währungen diejenigen mit der besten Performance, während US-Dollar und kanadischer Dollar am meisten nachgeben. Die US-Aktienmärkte setzten gestern ihren Aufwärtstrend fort und der Leitindex S&P 500 notiert nun rund 5% höher als in der Vorwoche. Der Index wird auf einem 2-Wochen-Hoch gehandelt. Das heutige Top-Ereignis für die Börsen ist die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Von da an können viele Anlageklassen wie Aktien, Devisen und Gold in Bewegung geraten. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.